komme aus Königswinter, nicht davor und nicht dahinter, oder was? Es war gleich mittendrin. Es war gleich ich mittendrin? Ich damals auf dich reingefallen. Achso. Ja? Wir wachsen unsere leckeren Gutskartoffeln. Deine auch? Meine auch. Ich habe auch ein Gut. Ich möchte es auch mal gut haben. Ich kann gut Tappe sehen. Ja, das stimmt. Ich kann gut kochen. Da gibt es Reifen to go. Zum selber mitnehmen. Freunde, seid gegrüßt. Mein Name heißt Jens. Das ist die schöne Ela. Die trinkt gerade ein Kaltgetränk. Ihr seid auf dem Kanal der Jens unterwegs. Und wir beide hatten heute einen Termin in Bonn und haben das angenehme mit dem Nützlichen verbunden, indem wir nämlich heute nochmal eine alte Tradition von mir aufgenommen haben, nämlich die Bergischen Streifzüge. Und heute sind wir auf dem 18. Bergischen Streifzug, den Bauernhofweg in Lum. Diese Richtung, wisst ihr Bescheid, ne? Die Bergischen Streifzüge sind der viele, und zwar 24. Die meisten sind entlang des Bergischen Panoramasteiges. Heute haben wir mal eine Ausnahme, wir sind am Bergischen Weg unterwegs. Den kannte ich noch nicht oder war ich noch nicht drauf. Der geht von Essen bis Königswinter, nicht davor und nicht dahinter. Oh ja, tiefen Zug. Ja, Bauernhofweg bedeutet natürlich auch Geruch, ne? Geschmack in der Nase. Ja, hier kommt es ja auch, wie aus Gülle und Speiseresten Strom und Heizwärme entsteht. Biokraftwerke wahrscheinlich. Hallo. Ich will jetzt nach Hause. Keine Lust mehr. Hast du keine Lust mehr? Nein. Ja, war nicht so schön. Freunde, die ganze Zeit habe ich überlegt, was mache ich jetzt hier für eine Abmoderation? Ihr kennt mich ja, ich bin ja auch eigentlich manchmal viel zu ehrlich. Die Bergischen Streifzüge habe ich seinerzeit beim Bergischen Fuhrmannsweg
ad acta gelegt, weil viele von denen einfach langweilig sind. Muss man einfach so sagen, wie es Sinn ist. Auch dieser Weg, weiß ich nicht, wahrscheinlich am Reißbrett geplant, einfach ein paar Linien rund um Loma gezogen. Was erwartet oder was haben wir erwartet von einem Bauernhofweg? Wir haben erwartet einen Bauernhof, wir haben ein Hofcafé erwartet, wir haben einen Hofladen erwartet. Davon gab es einen großen Eventbauernhof, aber der hatte alles, aber alles auch zu. Dann gab es die Gammersbacher Mühle, die hatte auch alles, aber auch alles zu, weil unter der Woche geht da gar nichts. Ansonsten haben wir nur Maisfelder gesehen, 90% Asphaltstrecke, kaum Bänke, kaum Highlights, Highlightarm. 12,2 Kilometer sind wir gelaufen. Hätte man sich doch schon mal irgendwie eine Einkehr gewünscht. Tja, dem war jetzt nicht so. Wetter war hier, ich wünschte, du wärst schön. Das alte Motto, ich bin froh, dass die Ela mit dabei waren, hat mich heute ein bisschen motiviert. Ich bin froh, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Denkt bitte ans Kommentieren, ans Abonnieren und mir einen Daumen nach oben zu schenken. Bis demnächst auf diesem Kanal. Wir gehen da mal weiter. Tschüss. Das ist ein Tankflugzeug.